Ja, hi. Ich weiß, es kam eine Weile kein Video, aber ich kann das vollkommen logisch erklären. Also, ich habe da diesen Typ getroffen. Badelatschen, Bart, komische Kutte, wie man es halt so kennt. Und er hat gesagt, ich bin der Sohn des Ra und hat das bewiesen, indem er über Wasser gelaufen ist, den Mond verdunkelt hat und die Sonne grün gefärbt hat. Ich habe gesagt, ja, okay, glaube ich dir. Bin mit ihm und 11 anderen Typen losgegangen. Gut, das hat jetzt, das kam jetzt daraus, das war ich eine Schwulenkneipe und ich war ein bisschen high, aber es ist wirklich passiert, das schwöre ich. Und wir sind dann halt ins römische Imperium, weil der Typ hat eine Zeitmaschine, wie man es halt so kennt bei Söhnen von Göttern, ne? Und mit dieser Zeitmaschine im römischen Reich haben die Römer gesagt, ey, das geht ja gar nicht, weil der momentan amtierende Sonnengott der Ägypter ist ja gar nicht Ra, sondern Apis. Du bist ja total historisch falsch hier. Darum haben die ihn dann an Wegweiser genagelt, damit er sich nicht wieder verirrt, und wir haben ihn dann wieder mitgenommen. Aber weil die Römer halt doof sind, haben sie gesagt, damit das besser hält, Hammer, bum, bum, bum. Und der ist dann leider an seinen ja, Wunden gestorben. Ist somit also im Grunde für die Doofheit der Römer ans Verkehrsschild genagelt worden. Und ihr alle wisst, worauf das hinausläuft, oder? Also, was wir davon mitnehmen können, ist, Religionen sind alle durch die Bank weg vollkommen lächerlich. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber nehmt euch mal Mythologiewerk XY vor. Lest es durch und sagt mir, dass es nicht lächerlich ist. Ein paar Beispiele. Die Sonne ist ein Vogel, Schrägstrich ein Haufen Hände, Schrägstrich ein Stier, Schrägstrich ein Mistkäfer, Schrägstrich ein Auge von einem anderen Vogel. Und muss jede Nacht durch 12 Tore in der Unterwelt reisen, während sie von einer bösen Schlange verfolgt wird, die die Sonne fressen will. Und außerdem ist unser König der menschliche Aspekt dieser Gottheit. Ich hab noch einen. Irgendwo da draußen gibt es ein Land aus Eis und ein Land aus Feuer. Und zwischen diesen beiden Ländern gibt es eine Schlucht. In dieser Schlucht ist irgendwann ein Riese entstanden und eine riesige Kuh. Diese riesige Kuh hat einen Stein geleckt, aus dem drei Götter rausgewachsen sind, wie man es halt kennt von Steinen und Kühen. Und diese drei Götter haben den Riesen getötet, dessen Füße mit sich selber Sex hatten, und haben aus diesem Riesen dann die Welt gebaut. Ich habe noch einen, wartet. Der Prophet des allmächtigen Gottes stirbt, und in der Zeit, die es braucht, dass eine Vase von einem Tisch fällt, hat ein magisches Pferd mit Frauengesicht ihn von Mekka nach Jerusalem gebracht, in den Himmel geschickt und ist mit dem Körper wieder zurückgewiesen, bevor die Vase runtergefallen ist. Ich habe noch einen. Ein magischer Handwerker wurde geboren, von einem seiner Jünger verraten, und indem man Wein und Kekse isst, hat man magisches Zombiefleisch zu sich genommen. Ich habe noch einen. Der König aller Götter verwandelt sich in goldenen Regen, um in einem Turm eine Frau Ihr zu seht, worauf das holen. hinausläuft. Es gibt einen gewissen Grad an Lächerlichkeit in jeder Religion. Und sobald sich die Leute eingestehen, dass vieles der Sachen in den Religionen lächerlich und überholt sind und dass man nichts als heilig und unantastbar sehen darf, wird es deutlich weniger Probleme in der Welt geben.